Guten Morgen, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Du packst du den Heizlüfter ein? Ja. Wir haben heute bei der Arbeit keine Heizung. Und deswegen müssen wir jetzt so einen Heizlüfter mitnehmen. Das ist natürlich für mich ja Katastrophe, weil ich sowieso immer so friere. Und die Weste musst du noch mitnehmen. Oh, bin ich müde. Und ich bin um 7 Uhr aufgestanden, weil wir erst um 8 Uhr los müssen. Normalerweise stehe ich ja so um 7:15 auf und jetzt bin ich um 7 Uhr aufgestanden, weil ich dachte, oh, steh mal ein bisschen eher auf, ich musste eh zur Toilette. Da war es sogar 10 vor 7 war das sogar. Und da habe ich gedacht, ja, bleibt man auf, ne? Und jetzt bin ich trotzdem zu spät. Gibt's das denn? Hast du da Nasenspray? Was hast du nicht? Packst du das ja knödelig hier rein. Knödelig hier rein. Mensch, das geht ja so nicht, ne? Und ich habe dir noch das Essen eingepackt von gestern. Na? Zum Glück muss ich nur bis 1 Uhr heute. Yeah! Party! Let the party started! 13 Uhr, ist Schicht im Schacht, Ende im Gelände. Ende aus, Mickey Maus. Und dann machen wir heute eine Reise in die Vergangenheit. Das habe ich mit meiner Mutter. Ja, irgendwie hat sie so von früher erzählt und ob ich überhaupt weiß, wo sie zur Schule gegangen ist und wo die gewohnt haben damals. Und dann eigentlich weiß ich das alles gar nicht. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns das doch an meinem freien Nachmittag mal machen. Muss die Belüftung so laut? Kann ich was sehen? Ja. Oh. Und jetzt fahren wir heute Nachmittag an den Ort, nicht wo sie geboren ist, weil sie ist ja in Hamburg geboren, aber da, wo sie groß geworden ist eigentlich so hauptsächlich und wo sie zur Schule gegangen ist und sowas alles, ne? Achso, jetzt können wir gar nicht weiterfahren. Kann ich was sehen? Scheiße, aber ich habe doch hier so einen Lappen. Du hast den. Die verschmiert man nicht schnell. Ja, und das machen wir heute Nachmittag und da werde ich mal versuchen, euch so gut es geht wieder mitzunehmen. Ne? Ja, und sonst weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hast du noch was? Ich kann sehen. Ich hasse Herbst. Ich hasse Winter. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Mit den Blättern finde ich das ganz schön. Dass die immer auf der Aufwand liegen und unseren ganzen Schuppen belagern. Ja. Ich wollte noch irgendwas erzählen. Nee, habe ich vergessen. Vielleicht fällt mir das nachher noch mal ein. Und ja, bis dann. Tschüss. Sag tschüss, Stinker. Er hatte dich eigentlich rausgewunken. Du solltest eigentlich fahren, ne? Nein, ich halte mich nach den Vorschriften. So, ich habe es heute Morgen schon erzählt. Was machen wir heute? Die Reise in die... heute geht's los. In die Vergangenheit. Heute die Reise in die Vergangenheit. Als erstes führt die Reise in die Vergangenheit uns nach McDonald's. Denn früher gab es ja auch McDonald's in den 50er Jahren. Ja. Ne? Dann wollten wir... 50er? Kannst du mal 60er sagen? 70er. Und 50. Ne, da war ich ja noch Kind. Ja, aber trotzdem. Aber du bist ja da nicht aufgewachsen, ne? Also bis zu deinem 7. Lebensjahr oder wann seid ihr weg von Hamburg? Da sind wir weg, ich 10, 12 war. Ach so, doch so lange? Mhm. So, ja, jetzt müssen wir, haben jetzt den ganzen Nachmittag zur Verfügung, jetzt wissen wir gar nicht, was wir zuerst machen sollen. Was machen wir jetzt zuerst? So, jetzt ist schon 1:30, jetzt haben wir so lange rumgeklüngelt, wir hatten um 1 Uhr frei. Jetzt müssen wir erstmal schnell was essen, jetzt gehen wir ausnahmsweise heute mal eben nach McDonald's, ne? Und da werde ich mir eben einen kleinen Burger holen.
Und dann müssen wir eben zu Kick und Taco, weil da komme ich sonst nie hin, weil wir ja immer arbeiten und die haben ja immer dann schon geschlossen, wenn wir auch frei haben. Ja, das machen wir dann eben. Ne? Das können und wir dabei tun. Wünscht uns dieses Baby viel Glück. So, wir nehmen euch heute mit den ganzen Tag und wünschen euch viel Spaß mit diesem Video. Tschüssi! Ding, ne? Und ich war schon in der Lehre, Sabine. Mhm. Ich war 17. Du hast Ketchup hier im Mund. So, wir haben jetzt gegessen. Und ja, wir wohnen in Plattbroten. Wir haben nur Aiden. Und es ist so schönes, nee, das muss ich mal kurz sagen. Es ist so schönes, ja, das wollte ich noch ihm sagen. Es ist so schönes Wetter, dass man eine Sonnenbrille aufsetzen kann. Und das jetzt im November haben wir jetzt schon, ne? Sabine, eine Sonnenbrille kannst du immer aufsetzen, ne? Der kann ich immer aufhaben. Das hat mit der Jahreszeit nichts zu tun. Aber das Aiden, das war was Helllecker, ne? Ja. Das kann man wohl eben. Aber der Lüde denken bestimmt, das ist so ein bisschen holländisch. Das klingt ja so ein bisschen niederländisch. Die sind ja okay dicht an die niederländische Grenze, ne? Aber das ist aus Friesenplatt. Versteht ihr das eigentlich, wenn wir Plattdeutsch sprechen? Wir können ja mal kurz so einen kleinen Dialog führen. Tja, kleinen Dialog, was kann man... So, wir gehen nur ein bisschen ohne Wegens und kicken ein bisschen, was nun los ist. Naus können wir noch eine Tasse Kaffee trinken mit einem leckeren Stück Coke, mit einem leckeren Stück Coke dabei. Und ja, was stellst du dir noch so für von der heutigen Dach? Du, ich will mich vielleicht noch in der Büchse gucken. Und ja, vielleicht noch ein Pullover dabei. Ja, wir wollen eventuell noch eben nach Taco, nach Kicken, wollen noch ein bisschen kicken und ja, ein bisschen Geld losfahren. Ja, ne? Das ist ja kein Problem, ne? Ja. Versteht ihr das, wenn wir so sprechen? Na gut, wir melden uns gleich nochmal und dann, ja, bis gleich. So, unsere Reise in die Vergangenheit. So, beginnt jetzt nach diesem Schild. Da geht es nämlich schon los. Und zwar stand hier links. Ich beginne mit meinen Ausführungen. So, hier links war eine Mühle. Das untere Teil sieht man auch noch. Guck mal schnell nach links. Achtung. Da, siehst du? Ach, da. Ja. So, das war meine Mühle. Ach so, da ist das Oberteil gar nicht mehr. Vorhanden. Da war ich früher immer mit meinem damaligen ersten Freund. Ach so. Da ging man ja nachmittags nochmal Kaffee trinken. Ja. Und da war das anders. Das war alles als heutzutage. Anders. Ja, wir sind auch tanzen gegangen. Naja, jedenfalls, das gab es ja alles noch nicht. Und da hat man sich anderweitig noch mehr beschäftigt. Ne? Und ist auch ein bisschen mehr in die Natur gegangen. Ja, spazieren auch mal oder so. Ne? Ich mache das immer noch. Aber es gibt ja viele, die sitzen wirklich nur den ganzen Tag vor ihrem Computer. Muss ja auch jeder selber wissen, aber ich kann das nicht. Ich muss raus und ich muss an der frischen Luft und ich muss, wenn es geht, irgendwo ans Wasser und wenn die Zeit da ist. Aber ich kann mich nie den ganzen Tag nur mit dem Computer beschäftigen. Nee. Ja, so, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal ein Stück fahren und dann gucken wir mal gleich, was wir hier noch für Sehenswürdigkeiten zeigen können. Deine alte Schule. Meine alte Schule. No. Genau. Wo ich gewohnt habe. Genau. Solche Wege waren das nur, ne? Ja. So richtig schön. Ja, das ist jetzt praktisch Sandwege. Noch so geblieben, ne? Oh. Ja, nichts dran gemacht. Ich finde das schön. Ich finde das auch schön. Schade, dass das nicht mehr so ist. Das finde ich echt schade. Ja. Alles ist so schnelllebig, ne? Ja. Guck, hier kann keiner so viel, so groß rasen, ne? Ja. Müssen wir so Schritttempo fahren. Schön. Und oben links war mein Zimmer und oben rechts war so ein Dachboden. Weißt du, und der? Ja. Und die Tür ging ja direkt von meinem Zimmer aus dahin. Und dann war das so unheimlich. Da hatten wir dann immer nur so, weißt du, das war nicht ausgebaut und gar nichts. Ja. Ne? Das war dann für Gerümpel, ne? Ja. Und dann knarrte das. Kann man so da nicht drauf fahren? Nee, Privatweg. Tu doch einfach so, als ob du da umdrehst. Ja, hier wohnt wahrscheinlich hier da vorne wohnt. Ja, hier wohnen jetzt auch welche, die kenne ich. Mit der habe ich früher immer gespielt. Ja, meinst du, dass sie dich dann erkennen? Die sieht mich jetzt, glaube ich, nicht. Die geht ja auch arbeiten. So, und hier, hatten wir unseren Garten. Und da habt ihr mit fünf Leuten praktisch. Nee, mit. Mit sechs. Mit sechs? Mit sechs Leuten.
drin gewohnt. Ja, also so, ja gut, das ist. Hier hatte Opa den Garten. Oh. Und da sind wir hochgelaufen immer, ne? Was schön. Und dann sind wir hier vorne ums Haus herumgelaufen. Wie meine Oma noch lebte, dann wollte sie das nicht haben. Wohnt da jetzt keiner drin? Doch! Nee. Aber das sieht ja aus, als ob da keiner drin wohnt. Sind die ausgezogen? Da ist nichts mehr. Dann möchte ich da ja wohl eben gucken. Ja, guck mal, das können wir. Warte, Moment, ich muss das eben sehen. Privatweg, du musst nur gucken, wo du dich hinstellst. Dann, dann stell dich nicht hier hin, dann fahr wieder zurück und stell dich vorne an die Straße. Ich muss gucken, ob das wirklich jetzt leer steht. Hier bin ich immer raus, Sabine. Oh. Das ist ja Licht an. Hier bin ich, und da steht auch eine Forke. Ja, vielleicht ist da jemand. Ah, nee, das ist automatisch. Ja, ist automatisch. Hier bin ich raus. Das kommt jetzt alles so klein vor. Und hier hat Opa immer so klein, weil du jetzt erwachsen bist. Das war ja als Kind. Du warte, hier muss ich gucken, unbedingt. Dann fahr hier aber raus wegen Privatweg und stell dich vorne hin und dann laufen wir dahin, das kleine Stück. Warte eben, hast du zugedrückt? Ja. Weil meine Tasche ist da drin. Ja. So, die Reise. Ein bisschen weiter runter. Nicht so. Lass ein bisschen weiter runter. Ich weiß ja nicht, ob der aus dem Fenster ist. Reise in die Vergangenheit geht weiter. Wir laufen jetzt einfach mal zu dem Haus hin. Weil das sieht so leer aus und gucken mal. Da ist keiner mehr. Da steht eine Leiter. Aber da ist keiner drin. Du. Wenn jetzt hier draußen jemand wäre, dann könnte man eben fragen, ne? Ja. Hat Bokelmann gewohnt. Bokelmann nicht, Schneider. Dein Lehrer? Mein Lehrer. Und der hat da oben, weil das so groß ist da oben, der kam ja auch von Hamburg. Ne? Aber ist das jetzt denn, das ist hier ja nicht die ganze Schule, nein, auf der anderen Seite? Ja, ach so, da sitzen hier, auch Kinder. Da sind wir nachher hingegangen. Das ist die Schule, wo ich hingegangen bin. Wo ich später dann, ne? Und dieses hier ist. Und hier sind wir so 2 Jahre ungefähr, 2, 3 Jahre. Aber hier kann man nicht lang, da an der Seite, ne? Wo du gerade sagtest. Da kann man lang. Danke. Hier ist auch viel Bergkabine, ne? Hä? Da kann man raufgehen. Ja? Nee, weißt du was, das haben die abgerissen. Das ist aber an diesem Platz gewesen. Und zwar war hier so ein ganz kleines Gebäude mit 2 Klassen. Oh. Und da waren wir drin. Oh, dann sind wir. So, lass zurück, mich hat es ganz kalt hier. Aber wir müssen gleich noch ein bisschen spazieren gehen. Ne? Mhm. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Dacko. Jo. Und Kick. Gibt's hier ja, ne? Oder hast du mich jetzt nur angelogen, nein, weil du mich hierher locken wolltest? Mit Kick und Chaco kann man mich immer locken. Nee. Man soll ja eigentlich nicht bei Kick und Chaco angucken. Nee, eigentlich nicht. Ja, ne? Ich weiß, aber musst du das gar nicht so groß rausbringen? Ja, soll ich das geheim halten, dass ich bei Kick auch mal was kaufe? Nee, dann, wenn wir jetzt nicht mehr zu Kick gehen, dann wird es Kick trotzdem weiterhin geben. Dann müssen alle an einem Strang ziehen und müssen sagen, dass dann müssten alle an einem Strang ziehen und alle sagen, wir gehen nicht mehr bei Kick einkaufen. Dann würde das ja was bringen. Aber so, das bringt ja nichts, wenn wir da jetzt nicht mehr hingehen. Ja, aber das dann gehen ja trotzdem alle noch weiterhin zu Kick. Das ist keine Entschuldigung für uns. Ich bin etwas deprimiert. Wir waren ja jetzt bei Taco und ich habe nichts gefunden. Und jetzt bleibt nur noch Kick. Was war jetzt denn mit der Jacke? Zu eng, ne? Die saß vorne so komisch. Das ging nicht. Ging gar nicht. Das ging gar nicht. Ihr merkt schon, ich kann gar nicht reden. So enttäuscht bist du. So enttäuscht bin ich, dass ich nichts gefunden habe, Mama. Man sollte losgehen, ohne einen Vorsatz, sich irgendwas zu kaufen. Nee, habe ich ja eigentlich auch nicht. Ich wollte ja eigentlich nur gucken und irgendwie so eine Strickjacke oder so, irgendwas Schönes, Langes, wollte ich ja gerne haben, wenn es jetzt kälter wird. Aber da war nichts. Und die eine, die ich jetzt gerade, ich hatte gerade so eine Jacke an, aber das war jetzt auch nicht so. Da war ich jetzt nicht so begeistert von. Ich muss dann sagen, hey, die ist super. Hey, da bist du. Hey, da bist du. Das du hast ich gesucht. Du hast nur auf mich gewartet, dass ich komme und dich kaufe. Und das war nicht der Fall. Ne? Das war bei meiner Jacke eben so. Ja. Da so komisch gesessen vorne. Hätte ich nur offen tragen können. Jetzt gucken wir mal bei Kick. So, ich habe jetzt noch was gefunden. Ah, durchgeschwitzt. Ein Pullover und eine Hose. Eine Hose für 10 Euro. Ja.
So, wollen wir jetzt noch einen Kaffee trinken? Ja. Du hast hier. Das sind diese blauen Mülltüten, die Papiermülltüten. Das ist diese komisch riechen. Nee, die gelben, die reißen so schnell. Nee, aber die haben da, ich bin ja die blauen, die musst du ja auch mal holen, ne? Ja. Und die riechen so komisch. Nee, das habe ich nicht. Da ist noch komisch. Deichmann, da waren wir auch noch nicht drin. Aber ich habe ja Stiefel jetzt, ne? Was willst du? Wir wollen ja da hinfahren. Also. Also, ich dachte, du meinst das Café. Nee, du willst jetzt zu meinem Café. Also, die Reise in die Vergangenheit sollte jetzt ja schon hier für Madame beendet sein, weil sie keine Lust mehr hat, da hinzufahren, wo sie damals ihre Lehre gemacht hat. Ich gesagt, nein, das wird jetzt beendet, da fahren wir jetzt hin, ne? Mein Schal, der ist hier, warte mal, ich muss eben kurz gucken. Das Kaputte sieht man hier vorne schon wieder, das geht, das darf nicht sein. Einschneiden! Ja! Gut! Kommt mal, ihr beiden Süßen. Danke, sagt man. Bitte. Gerne. Auch kein Benehmen mehr, die Jugend von heute. Ne? Kein Benehmen mehr, ne? So, tut mir leid, ich muss jetzt meine Brille aufsetzen, weil es geht nicht anders. Hab den ganzen Tag aufgehabt, sonst sehe ich nämlich gar nichts. So, was haben wir noch gekauft? Ich war noch kurz bei Rossmann. Hier sind wir Schlittschuh gelaufen. Oh. War das nicht gefährlich? Überall, guck mal. Nee, gar nicht. Ja, jetzt finde ich natürlich nichts mehr wieder hier in der Tasche. Liebe Grüße an Doro. Manhattan Nummer 21 war wieder auf. Habe ich seit 30 Jahren. Du musst aber was anderes ausprobieren. Nee, ich nehme nichts anderes. Das deckt so super. Ne? Ich hatte heute Morgen so komische Haut, hier alles so pickelig. Und dann kommt da Manhattan rüber. Und dann ist das gut. Dann habe ich mir einen Nagellack gekauft. Werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen, aber die Farbe war so schön. Mal gucken, ob ich den mal benutze. Dann ein Deo Vanilla Love von Isana Young. Und von Nivea Stress Protect. So, mehr habe ich nicht gekauft, das war's. Jetzt gehen wir noch zu deiner alten Arbeitsstelle. Nee, wo du gelernt hast, ne? Mhm. Da, aber das ist ja jetzt eine Bäckerei. Ist ja jetzt nicht mehr der Einzelhandel, ne? Das ging hier sicher nach hinten raus, ne? Ja, das war ganz normal, so wie das jetzt auch aussieht, aber natürlich viel, viel größer, ne? Die ist schon am Wischen. Kann man so. Wie spät ist das denn? 16:30. Ja. So, ich bin wieder zu Hause. Ja, ich habe gerade eben Manuel angerufen, ihn gefragt, was er dann essen möchte, weil ich jetzt schon ein bisschen eher wieder zu Hause bin. Und er hat sich Kartoffelpüree mit Fischstäbchen gewünscht. Und das mache ich ihm jetzt. Und dazu habe ich noch so ein bisschen Kaisergemüse geholt. Das ist eigentlich auch immer ganz lecker, dass man da noch eben ein bisschen Gemüse zu hat. Und so eine Kräutersoße. Und das mache ich jetzt eben. Und dann ist auch gleich Feierabend. Obwohl ich ja schon um eins Feierabend hatte. Das war richtig, richtig schön. So früh Feierabend. Man hat noch richtig was vom Tag, ne? Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt das Essen und dann melde ich mich später nochmal bei euch. So, die Küche ist aufgeräumt. Das Essen hat ihm, glaube ich, geschmeckt. Er hat nichts anderes gesagt. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass ihm das geschmeckt hat. Jetzt guckt Manu Family Guy. Da darf ich ihn nicht verstören. Deswegen sage ich jetzt alleine Tschüss. Freue mich wie immer aufs nächste Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute, macht's gut und tschüssi.